Bugatti Typ 57, auch T57 genannt, wurde von 1934 bis 1940 nur mit rund 700 Exemplaren gebaut. Es war ein völlig neues Designkonzept von Jean Bugatti, dem Sohn von Firmengründer Ettore Bugatti. Wie auch Modelle T50 und T55 tragen auch die Typ 57 Modelle unverwechselbar seine Handschrift. Der Typ 57 ist mit einem herausragenden Motor ausgestattet. Der rein 8-Zylinder mit 3,2 Liter Hubraum und 135 PS bei 5400 Umdrehungen in der Minute ist äußerst laufruhig. Es wird sogar behauptet, dass eine hochkant aufgestellte Münze selbst bei laufendem Motor stehen bleibt. Mit seinen 135 PS erreicht dieses Modell eine Reisegeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Für die damalige Zeit eine beachtliche Leistung. Wie seinerzeit üblich, wurde auf Fahrwerk und Motor eine individuelle Karosserie gesetzt, die sich der Eigentümer selbst aussuchte. Die wohl bekannteste Karosserie ist die Atalante-Form. Die Karosserie dieses gezeigten T57 Modells stammt aus dem Hause von Karossier Gangloff aus Colmar und wurde 1934 an einen prominenten Käufer geliefert. Wie alle Bugattis prägt schlichte Eleganz dieses Fahrzeug. Einzig der typische hufeisenförmige Kühlergrill aus glänzendem Chrom prunkt an der Front. Die tiefere Schönheit steckt in den zahlreichen kleinen Details. Ein schönes Beispiel ist das Zentralinstrument, das im Holzarmaturenbrett eingesetzt ist. Die Speichenräder sind von Radkappen verdeckt, ein Element, das zur damaligen Zeit Hochwertigkeit symbolisierte. Sportlichkeit für ein zügiges Reisen in Form eines zivilen Tourenwagens vermittelt auch die Linie der Karosserie. Im Heck läuft die Form in einem aerodynamisch anmutenden Schwung aus. Bugatti-Fahrzeuge wirken wie ein Gesamtkunstwerk und sind Zeugen einer Genialität des Automobilbaus.